Liebe Parteifreunde, vor wenigen Wochen habe ich mit meinem Landesverband einen Neumitgliedertreffen durchgeführt. Und da waren neue Mitglieder dabei, im Alter von 18 der Jüngste und 80 der Älteste. Und der Älteste, der gerade im Alter von 80 Jahren in unsere Partei neu eingetreten ist, der begründete es damit, nur die CDU sei seiner Auffassung nach in der Lage, die aktuelle Herausforderung der Flüchtlingskrise zu meistern. Gerade wegen dieses Themas und wegen unserer Positionierung ist er zu uns gekommen. Und das im Alter von 80 Jahren. Ich finde, das macht Mut. Und so sollte dieser Parteitag genauso auch das Signal aussenden, dass wir geschlossen in der Lage sind, als starke Volkspartei der Mitte, als die einzige wahre verbliebene Volkspartei der Mitte in der Lage sind, diese besondere Herausforderung der Flüchtlingskrise zu meistern, auf allen Ebenen dort, wo wir Verantwortung tragen, in den Kommunen, wo wir es bewerkstelligen, in den Ländern, wo wir die Mehrheit wieder zurückerringen wollen und im Bund mit Angela Merkel an der Spitze. Und die jüngste Diskussion der vergangenen Tage hat mich zuversichtlich gezeigt und genauso auch der große Beifall für Ihre Rede, Frau Bundeskanzlerin. Und deswegen, glaube ich, kann dieser Parteitag ein sehr guter Parteitag werden. Das wünsche ich uns miteinander. Herzlichen Dank. Ja, Ingbert Liebing formuliert das, was hier viele auf den Gängen auch sagen. Eine gute Rede der Bundeskanzlerin, die auch den Kritikern entgegengekommen ist. Und insofern wird das hier wohl eher ein freundlicher Parteitag werden, was die Frage des Leitantrags zur Asylpolitik angeht zumindest. Denn eins ist auch klar, mit 1001 Delegierten, irgendwo muss es ja ein Ventil geben. Nächste Rednerin jetzt Susanne Wetterich aus Baden-Württemberg. Es gibt keine zeitliche Begrenzung, aber es wäre trotzdem nett, weil wir eine ganze Flut von Wortmeldungen haben, wenn sich jeder Redner versucht, ganz konkret zu konzentrieren. Mikrofon Nummer 1, bitte, Frau Wetterich. Ja, ich bin Susanne Wetterich und komme aus Stuttgart, eine Stadt, in der es Schulklassen gibt mit Kindern mit 80% Migrationshintergrund und mehr. Und das funktioniert in unserer Stadt gut. Warum? Weil schon seit vielen Jahren eine aktive Integrationspolitik in dieser Stadt gemacht wird. Und weil jeder, der in dieser Stadt lebt, egal wo er herkommt, als Stuttgarter, als Mensch betrachtet wird. Deswegen möchte ich dafür plädieren, die Chancen zu sehen und die in den Vordergrund zu stellen, die uns die jetzige Situation bietet. Es ist eine Chance für unser Land, in der ganzen Welt zu zeigen, was wir für eine Demokratie haben, dass wir in Freiheit leben, dass bei uns Frauen und Männer gleiche Rechte haben und Religionsfreiheit herrscht. Das wird ausstrahlen, wir sind nicht mehr das Kellerkind, das uns die historische Situation beschert hat, sondern wir haben ein anderes Bild in der Welt. Und deswegen traue ich unserem Land und vor allem einer CDU-Regierung zu, dass wir diese Probleme und die Herausforderungen meistern. Es gibt dazu für mich keine Alternative. Wir liegen in der Mitte von Europa und wir werden nur im europäischen Rahmen weiterkommen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin spricht Julia Klöckner zu uns. Ja, Julia Klöckner, stellvertretende Parteivorsitzende, will ja am 13. März Rheinland-Pfalz erobern. Liebe Angela Merkel, liebe Freundinnen und Freunde, natürlich haben wir im Vorfeld des Parteitages, das war ja auch sehr spannend für die Journalisten, intensiv diskutiert über die Flüchtlingsfrage. Und es wäre ja auch verwunderlich, wenn man in einer Volkspartei nicht intensiv diskutieren würde über etwas, was einen sehr beschäftigt. Denn die ganze Gesellschaft diskutiert intensiv darüber, ob sich unsere Gesellschaft verändert. Und natürlich wird sich unsere Gesellschaft verändern, weil sie sich schon immer verändert hat und nicht gerade zum Schlechtesten. Und nun stellt sich die Frage, wohin verändert sich unser Land, wenn viele Menschen zu uns kommen aus anderen Ländern? Und ich glaube, wir haben einen großen Anteil daran, ob es gelingen wird, wie sich Deutschland verändern wird. Die Bürgerinnen und Bürger wollen Halt. Sie wollen auch Halt von der Politik, dass sie wissen, dass sie in ihrer Heimat sich weiterhin wohlfühlen hier in Deutschland. Und Integration ist ja zum allergrößten Teil sehr, sehr gut gelungen bei uns im Land. Denken wir doch an die vielen Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen.
Wenn all die Menschen ohne Migrationshintergrund nicht da wären, dann könnten wir viele dieser Institutionen dicht machen. Und deshalb herzlichen Dank all den Menschen, die bei uns ihren Dienst leisten, egal mit Migrationshintergrund oder ohne Integrationshintergrund. Ich glaube, nur so funktioniert der Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn wir es auch offen annehmen. Aber, liebe Freunde, schönreden sollten wir es auch nicht, das, was auf uns jetzt zukommt. Integration funktioniert nicht einfach so. Integration sollten wir nicht dem Zufall überlassen. Integration ist auch nicht die Addition von Vielfalt oder von wertneutralem Multikulti. Es ist eine Frage für uns, der Selbstvergewisserung, wohin hinein wir Menschen integrieren wollen. Und deshalb bin ich auch meiner CDU aus Rheinland-Pfalz sehr dankbar. Wir haben den Teil, den Integrationsteil, wesentlich mitgeprägt des Leitantrages. Denn wir sagen, wir wollen die Fehler der Vergangenheit nicht wieder machen. Das heißt, Parallelgesellschaften zulassen. Menschen sich selbst überlassen und hinzunehmen, wenn Frauen zum Beispiel kein Deutsch lernen oder nicht am Arbeitsmarkt teilhaben dürfen, weil ihre Männer der Meinung sind, dass das nicht angebracht sei. In Deutschland sind wir weiter und das wollen wir auch verteidigen. Aber es ist auch nicht verwunderlich und das müssen wir vor Augen führen. Viele Menschen kommen aus Ländern, die keinen Rechtsstaat kennen, so wie wir ihn kennen. Sie kommen aus Ländern, wo Männer und Frauen eben nicht gleichberechtigt sind. Sie kommen aus Ländern, wo Homosexualität unter Strafe steht und der Religionswechsel auch. Bei uns in Deutschland ist das anders. Und das soll auch anders bleiben. Und deshalb ist Deutschland ja auch ein Land der Ziele, der Träume geworden, weil wir anders sind als die Länder, die ihr eigenes Volk verfolgen, inhaftieren, foltern und auch ermorden. Und deshalb, liebe Freunde, müssen wir dafür kämpfen, für das, was uns wichtig ist. Wir haben vorgeschlagen als CDU Rheinland-Pfalz, und ich bin dankbar, dass es in den Leitantrag aufgenommen worden ist, dass wir verpflichtende Integrationsvereinbarungen, Integrationspflichtgesetze im Bund und in den Ländern anstreben, dass eben Sprachkurse, dass Integrationskurse, dass das, was uns wichtig ist, kein Angebot zur Güte ist, sondern für jeden zu gelten hat. Und das, glaube ich, sollte klar und deutlich zu Anfang auch gesagt und eingefordert werden. Und ich will es abschließend noch konkretisieren. Es geht um Chancen, Perspektiven in unserer Gesellschaft. Wenn Sie sich die Wahlen in Frankreich von gestern anschauen, der Front National hat eine enorme Unterstützung von Jugendlichen bekommen. Die Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich ist enorm hoch. Auch die Desintegration vieler Jugendlicher mit Migrationshintergrund. Und wir sollten diesen Fehler nicht machen. Und deshalb in der Kita, in der Schule, in der Berufsschule, in der Hochschule, auf dem Arbeitsmarkt deutlich zu machen, welche Regeln bei uns gelten, dann hat man auch Chancen und Perspektiven. Und da ist mein Blick ganz klar auch auf den Frauen. Und ich frage mich immer, wo sind denn die rot-grünen Feministinnen, die für die gendergerechte Sprache sprechen, aber Vollverschleierung und Frauen, die keine Deutschkurse besuchen dürfen, als kulturelle Vielfalt abtun? Während die Grünen für gendergerechte Flüchtlingszelte sich einsetzen, finden sie es in Ordnung, wenn Mädchen am Schwimmunterricht nicht teilnehmen dürfen, aus einem Grund: weil sie Mädchen sind. Und das wollen wir nicht gelten lassen. Frauen und Männer sind gleichberechtigt in unserem Land. In unserem Land sind Frauen auch Vorgesetzte. Frauen sind auch Lehrerinnen. Und wenn Männer aus den Händen von Frauen kein Essen entgegennehmen möchten, zum Beispiel in Flüchtlingseinrichtungen, das ist die allerwenigste Zahl, will ich nur sagen, dann halte ich es gerne mit Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie hat gesagt: Wenn ihr aus der Hand von Frauen kein Essen annehmt, weil Frauen angeblich unrein seien, Jungs, dann seid ihr halt schon satt. Und das muss man auch deutlich machen, was bei uns gilt. Und insofern, liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir von Anfang an klar machen, was uns wichtig ist, wenn wir uns ernst nehmen, aber auch die Menschen, die zu uns kommen, ernst nehmen, wenn wir die Mehrgenerationenhäuser weiterentwickeln zu Integrationshäusern, wenn wir Integrationslotsen unterstützen und wenn wir die Integrationskurse verdoppeln,
wenn es genügend Sprachangebote gibt. Ich glaube, dann kann es gelingen. Aber dazu müssen wir deutlich machen, dass man nicht zufällig in irgendeine wertneutrale Gesellschaftsordnung reinstolpert, sondern von Anfang an weiß, dass wir uns gegenseitig verpflichten, damit ein gutes Zusammenleben auch gelingen kann. Und deshalb bedanke ich mich sehr herzlich, dass unsere Anregungen aus Rheinland-Pfalz aufgenommen worden sind. Denn nur so werden wir, glaube ich, der kommenden Generation sagen können, es war damals keine leichte Zeit. Aber wir haben die Verantwortung angenommen, die Herausforderung, und haben von Anfang an die richtigen Weichen gestellt. Und deshalb bitte ich Sie, diesem Leitantrag des Bundesvorstandes auch zuzustimmen. Herzlichen Dank. Ja, soweit also Julia Klöckner, die auch mitgearbeitet hat an der Karlsruher Erklärung zu Terror und Sicherheit, Flucht und Integration. Dann Arnold Fatz, dann Thomas Strobel, dann Professor Wolfgang Reinhardt, dann Annette Wittmann-Mautz, dann Carsten Lindemann, dann Volker Bouffier. Das Wort hat nun Ministerpräsident Haseloff. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Tagungspräsident, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Angela, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es uns in den letzten Tagen, vor allen Dingen auch am gestrigen Tag, gelungen ist, zu dieser abschließenden Karlsruher Erklärung zu kommen. Unabhängig davon, dass die Abstimmung noch aussteht, bin ich deswegen froh über diesen Kompromiss, weil er zum Ausdruck bringt, dass wir unter der Führung der CDU auf der Bundesebene, aber auch in den entsprechenden Ländern das Heft des Handelns in der Hand haben und dass wir es geschafft haben, trotz dieser Anfangsschwierigkeiten Ordnung ins System zu bringen und dafür zu sorgen, dass das Thema, was uns gerade als Union sehr stark betrifft und unser Markenzeichen ist, nämlich innere Sicherheit nach vorne zu bringen. Was ich sehe, ist, dass unser Antrag hierzu keine hinreichende Gewissheit gibt. Und aus dem Grunde habe ich mich entschieden, gegen den Leitantrag zu stimmen. Denn sehr viele von unseren Bürgermeistern erwarten von uns ein klares Signal, wie die Dinge sich weiterentwickeln werden. Und sie haben im vergangenen Jahr die Gefahr, die Tatsache erlebt, dass sie fast täglich mit neuen Zahlen konfrontiert worden sind. Und sie haben festgestellt, dass die Vorschläge, die wir bis dahin verfolgt haben, um die Flüchtlingskrise einzudämmen, überhaupt nicht im Entferntesten den entsprechenden Erfolg hatten. Auch heute ist es verfrüht davon zu reden, dass unsere bisherigen Maßnahmen gegriffen hätten. Solange noch 3.000 pro Tag Flüchtlinge bei uns landen, ist die Frage berechtigt, ob es wirklich so weitergehen kann. Meine Damen und Herren, ich habe noch eine weitere Anmerkung zu machen. Ich stelle fest, dass unsere Nachbarländer, der ganze ehemalige Ostblock von Polen bis nach Ungarn, in Bezug auf die Flüchtlingskrise völlig andere politische Grundsätze verfolgen als wir. Ich stelle fest, dass unsere westlichen Nachbarn, Frankreich, Luxemburg, Belgien, nicht im Entferntesten prozentual so viele Menschen aufnehmen wie wir. Und die Menschen fragen sich berechtigt, welche Garantien wollen wir denn geben, dass sich diese Dinge in Zukunft wirklich verändern? Und deshalb, meine Damen und Herren, halte ich das Signal, was von unserem Antrag ausgeht, für zu schwach. Wir müssen die Möglichkeit schaffen, auch an unseren Grenzen Menschen zurückzuweisen, die erkennbar nicht politisch verfolgt sind. Meine Damen und Herren, ein Land in Europa hat zu einem relativ frühen Zeitpunkt versucht, das Schengen-Abkommen zu erfüllen, indem es seine Außengrenzen gesichert hat. Das ist Ungarn. Ungarn wurde daraufhin in einer Weise behandelt, wie ich es mir nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa nicht mehr vorstellen konnte. Wir haben die gute Praxis in Europa, dass alle halbe Jahre lang die Ratspräsidentschaft wechselt. Diesmal ist die Ratspräsidentschaft bei Luxemburg. Der luxemburgische Außenminister Asselborn ist der Koordinator der Außenminister in Europa. Er hat zu vermitteln, er hat zusammenzuführen.
Und er hat allerdings diese Vermittlungs- und Zusammenführungsaufgabe so wahrgenommen, dass er den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán mit Kim Il-sung verglichen hat, meine Damen und Herren. Und das ist eine bodenlose Frechheit von diesem Mann, der niemals in seinem Leben eine Diktatur erlebt hat. Ich halte es für wichtig, dass diejenigen, die sich bemühen, das Schengen-Abkommen einzuhalten, von uns nicht bekämpft, sondern bestärkt werden. Es wäre unaufrichtig, wenn wir die Tatsache, dass die Flüchtlingsflut langsam zurückgeht und diese Tatsache ganz offensichtlich darauf zurückzuführen ist, dass etliche Länder auf den Balkan ihre Grenzen geschlossen haben und Grenzkontrollen wieder eingeführt haben, jetzt als Erfolg von unserer Politik werden. Nein, es ist der Erfolg auch der Balkanländer, die auf diese Weise eine stärkere Kontrolle und ein stärkeres Reglement in diese ganze Prozedur hineingebracht haben. Sie verdienen Anerkennung und nicht Beschimpfung. Und im Übrigen hat Herr Orbán keineswegs sein Land abgeschottet, sondern die Grenzübergänge sind selbstverständlich nach wie vor offen. Er hat nur verhindert, dass über die grüne Grenze eine unkontrollierte Einwanderung geschieht. Auch das haben wir leider aus Deutschland niemals gewürdigt. Und ich bitte darum, dass wir das in Zukunft tun, wenn wir die Solidarität in Europa wirklich abrufen wollen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ja, also Arnold Fahrt, die einzige Gegenstimme gestern im Bundesvorstand hier mit seinem Vortrag. Und die Parteitagsregie hat hinter den Kritiker jetzt einen Befürworter der Karlsruher Erklärung und den stellvertretenden Parteivorsitzenden Thomas Strobel gesetzt. Liebe Freundinnen und Freunde, unser Land Deutschland hat in den vergangenen Jahren enorm von der Globalisierung profitiert. Exportweltmeister. Baden-Württemberg vorne dran. In der letzten Zeit haben wir spüren müssen, dass Globalisierung auch scheinbar weit entfernte Konflikte zu uns bringt und diese Konflikte ihre Schockwellen mitten ins Herz Europas senden. Der islamistische Terrorismus richtet seinen Hass auf die freie und offene Gesellschaft. Millionen von Menschen fliehen vor Krieg und Elend nach Europa und auch in unser Land, nach Deutschland. In dieser Situation, in dieser schwierigen Situation, schauen die Menschen auf uns, auf die Christlich-Demokratische Union. Sie erwarten Antworten von uns, nicht von den anderen. Den Menschen, die uns fragen, können wir eigentlich in Deutschland noch in Sicherheit leben, antworten wir mit dem Leitantrag des Bundesvorstandes, mit der Karlsruher Erklärung, ja, unsere Demokratie ist wehrhaft und stark. Wir werden den islamistischen Terrorismus mit aller Entschlossenheit und Härte bekämpfen. Wir haben im Bund und in den Ländern viel für die Sicherheit der Menschen getan. Ein starker Staat und Sicherheit gehören unverbrüchlich zum programmatischen Kern der CDU. Weil wir überzeugt sind, Freiheit und Sicherheit sind keine Gegensätze. Weil wir wissen, Sicherheit ist eine Voraussetzung für die Freiheit. Und weil wir deshalb im Gegensatz zu unseren politischen Mitbewerbern auch unseren Sicherheitsbehörden nicht mit Misstrauen begegnen. Zehntausende Polizistinnen und Polizisten, lieber Rainer Wendt, halten Tag ein, Tag aus ihren Kopf für unsere Sicherheit hin. Sie sind bei Fußballspielen im Einsatz, sie begleiten Demonstrationen, sie fahren Streife, sie kommen zu den Bürgern, sie wagen sich in den Antiterror-Einsatz. Sie arbeiten nachts, sie arbeiten am Wochenende, sie arbeiten im Schichtdienst und
dafür gebührt Ihnen nicht Spott, Häme oder Misstrauen, sondern es gebührt Ihnen Dank, Anerkennung und Respekt. Und deswegen sage ich, die Christlich-Demokratische Union steht hinter unserer Polizei. Wir werden unseren Polizistinnen und Polizisten Personal, Mittel und Möglichkeiten geben. Das ist kurz gefasst die Botschaft des Leitantrags der Karlsruher Erklärung. Mehr Mittel, mehr Möglichkeiten, mehr Personal für unsere Polizei. Und zweitens, die Flüchtlingsfrage ist ein gordischer Knoten, der leider nicht mit einem Hieb durchschlagen werden kann. Es braucht nationale und internationale Maßnahmen. Europa darf nicht im Kleinen groß und im Großen klein sein. Ein Europa, und das macht mir große Sorgen, dass es nicht schafft, Flüchtlinge zu verteilen, eine humanitäre Notsituation zu meistern. Das ist ja nicht nur eine Herausforderung für Deutschland und Schweden, sondern das ist eine europäische Herausforderung. Ein solches Europa wird von den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr als ihr Europa empfunden. Von einem solchen Europa beginnen sich die Menschen abzuwenden, und das erste Opfer wird der grenzenlose Reiseverkehr sein. Wir haben Europa über Jahre hinweg aufgebaut. Niemand mehr aus einer solchen Überzeugung wie wir christliche Demokraten. Und das dürfen wir uns jetzt nicht kaputt machen lassen. Wir müssen zusammenhalten in einer solchen Situation. Wir sollten nicht glauben, dass wir alle Wünsche erfüllen können, die sich auf Deutschland richten. Wir müssen den Zuzug von Migranten, Ordnern, Steuern reduzieren. Ja, es müssen weniger werden. Und dazu gehört, dass wir ganz deutlich unterscheiden zwischen denen, die unserer Hilfe bedürfen, und denen, die offensichtlich nicht schutzbedürftig sind. Und letztere müssen wir dann auch sehr konsequent in ihre Heimatländer zurückführen. Das war von Anfang an unsere Linie gewesen. Das findet sich im Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, das ja erfolgreich Wirkung zeigt. Und das unterscheidet uns im Übrigen von den Grünen. Die Politik der Grünen ist im Kern darauf gerade nicht angelegt. Die Grünen waren gegen die sicheren Herkunftsstaaten. Sie waren gegen die Sachleistungen. Sie waren gegen die Leistungskürzungen für abgelehnte Asylbewerber. Sie sind gegen konsequente Rückführungen. Sie waren dagegen, dagegen, dagegen. Die Grünen haben verhindert, verlangsamt, verzögert. Die Grünen sind bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation nicht ein Teil der Lösung. Sie waren und sind ein Teil des Problems. Und deswegen müssen die weg von den Regierungen 2016 in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz und 2017 auch in Nordrhein-Westfalen. Dass die Grünen ein Teil des Problems und nicht Teil der Lösung sind, gilt im Übrigen auch für den wichtigen Bereich der Integration. Wir dürfen die Probleme bei der Integration nicht tabuisieren. Integration dauert Zeit, kostet sehr viel Geld und macht sehr viel Arbeit. Vor allem aber wird Integration nur gelingen, wenn wir als aufnehmende Gesellschaft eine klare Vorstellung davon haben, was wir brauchen und was wir nicht brauchen, und wenn wir ganz klare Ansagen machen. Wir müssen gleich zu Beginn formulieren und konsequent durchsetzen, was unsere Gesellschaftsordnung ausmacht. Das Grundgesetz steht über der Religion. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Jeder kann seine Meinung frei äußern. Jeder kann nach seiner Fasson glücklich werden, solange man die Gesetze respektiert. Und auf diese Respekte gibt es keinen Rabatt, gibt es für niemanden Rabatt. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Und diese Gesetze macht in Deutschland nicht der Prophet, sondern die macht das Parlament.
Angesichts des Flüchtlingszustroms sagen manche, Deutschland wird sich verändern. Andere sagen sogar, Deutschland müsse sich verändern. Ihnen gibt unser Antrag, die Karlsruher Erklärung, eine klare Antwort, die da lautet: Unsere Heimat ist ein großartiges Land und selbstverständlich entwickeln wir uns immer weiter und verändern uns. Unsere Heimat ist ein großartiges Land mit einer weltoffenen Identität, die gerade nicht an die Herkunft anknüpft. Die unbedingte Achtung der Würde eines jeden Menschen, die europäische Integration, die Demokratie, der Rechtsstaat, die gleichberechtigte Stellung der Frau, unsere christlich-jüdische Geschichte, das sind die zentralen Elemente unserer Kultur. Und wenn jemand damit ein Problem hat, dann muss sich nicht Deutschland, sondern dann muss sich derjenige, der hier dauerhaft bleiben möchte, ändern. Liebe Freundinnen und Freunde, Konrad Adenauer hat einmal gesagt, es gibt 100 gute Gründe, die CDU zu wählen. Nehmen Sie die drei besten und wiederholen Sie sie immer wieder. Erstens, wir, die CDU, stehen mit einem starken Staat zum Schutze unserer Heimat. Zweitens, wir werden den Flüchtlingsstrom spürbar reduzieren. Drittens, Integration heißt für uns nicht nur fördern, sondern auch fordern. Dafür steht Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dafür stehen die Unionsinnenminister in unseren Ländern, dafür steht die CDU und dafür steht der Leitantrag des Bundesvorstands, die Karlsruher Erklärung, die durch Ihre Mithilfe noch einmal besser geworden ist und für deren Zustimmung ich hiermit werben möchte. Vielen Dank, ja, soweit also Thomas Strobel, meine Damen und Herren. Die Aussprache ist auch gleichzeitig eine Aussprache zur Karlsruher Erklärung. Und Wolfgang Reinhardt ist jetzt der nächste Redner hier aus Baden-Württemberg. Es geht also, wie gesagt, nicht nur um die Rede der Kanzlerin und Parteivorsitzenden, sondern auch um die Karlsruher Erklärung, die nachher ja hier abgestimmt werden soll. Die Kanzlerin erklärt im CDF: Wir werden den Flüchtlingsstrom reduzieren und wir müssen ihn spürbar verringern. Und heute haben wir auch einen Antrag vorgelegt bekommen, der im Grunde genommen als Karlsruher Erklärung eine Antwort gibt auf die vielen Fragen, die uns in der jüngsten Zeit bewegen und auch die deutsche Gesellschaft im Grunde genommen spaltet. Ich möchte vorab sagen, wir haben gute 10 Jahre in der Union hinter uns. Und wir hatten ein großartiges Bundestagswahlergebnis, das wir ausschließlich der Kanzlerin zu verdanken hatten. Und wir haben Umfragen, wo wir noch vor wenigen Monaten bei über 45% Zustimmung lagen. Und dieses neue Thema hat die Statik nicht unerheblich verändert. Und deshalb glaube ich, ist es gut, wichtig und richtig, dass wir uns heute mit diesem Antrag befassen. Freund Arnold Fahrts hat vorhin gesagt, er könne nicht zustimmen. Ich will hier erklären, ich werde zustimmen, allerdings, weil er in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, dieser Antrag, weil er in die richtige Richtung geht, muss von uns unterstützt werden und wir müssen weiter daran arbeiten. Ich möchte deshalb an dieser Stelle auch mal unserem Bundesinnenminister danken für seine klare Haltung, die er in den letzten Wochen und Monaten mutig an den Tag gelegt hat, Herr Innenminister. Ich finde, auch das muss an einem solchen Tag gesagt werden. Denn wo stehen wir? An diesem Wochenende gab es Umfragen. 62% in Deutschland wollen Obergrenzen. Ich werde diesen Begriff nicht in den Mund nehmen, weil der stilisiert wurde, als sei man für oder gegen die Kanzlerin. Das ist hier nicht die Frage heute. Aber es wurde heute viel von Europa gesprochen. Und unser Freund Elmar Brok ist unter uns. Er weiß am allerbesten,
dass wir die Ursachen bekämpfen müssen und dass wir Antworten nur mit Europa geben können. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, haben wir in den letzten Monaten auch immer das europäische Recht eingehalten? Die Stärke Europas war immer die Herrschaft des Rechts. Und ich glaube, wir müssen bei all den Fragen von Dublin und Schengen auch wieder zur Herrschaft des Rechts in Europa zurückkehren, liebe Freundinnen und Freunde. Und dazu gehört auch, dass wir, wenn wir daran denken, unsere große Leitlinie, unser christliches Menschenbild, als Jesus Christus geboren wurde, hatte dieser Planet 200 Millionen Bewohner. Als Adenauer unser erster Bundesvorsitzender wurde, hatten wir 2 Milliarden Bewohner auf diesem Planeten. Heute 7,5 Milliarden, alsbald 10 Milliarden. Meine Freundinnen und Freunde, wir werden nicht alle Probleme nach dem Motto am deutschen Wesen soll die Welt genesen, in Deutschland lösen können. Wir müssen vor Ort daran gehen. Und deshalb will ich den Satz wiederholen, den ich auch öffentlich gesagt habe für unsere Landtagsfraktion in Baden-Württemberg. Wir werden weniger den Fisch in Deutschland geben können. Wir müssen die Angel vor Ort geben. Nur dann werden wir auf dem richtigen Weg sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und dazu gehört auch, dass wir, nachdem über 1 Million allein in diesem Jahr zu uns kommen, natürlich humanitäre Hilfe leisten und den Berechtigten helfen. Aber wir müssen auch entlarven, dass diese Landesregierung in Baden-Württemberg, Grün-Rot, in keiner Weise ihre Hausaufgaben gemacht hat. Bei dem Thema Rückführung sind sie hoffnungslos überfordert und haben das Recht eben nicht vollzogen. Auch das gehört zur Wahrheit in diesem Land. Und deshalb wird es nur gehen, wenn wir die Außengrenzen auch entsprechend schützen. Aber dazu gehört natürlich eine Solidarität in Europa. Und meine Damen und Herren, wenn es um Verteilung von Wohltaten gegangen ist, war Europa immer stark und einig. Aber wenn Lasten zu verteilen sind, dann sehen wir derzeit, dass Europa uneinig ist. Aber wir müssen diese Probleme im Konsens von Europa lösen. Nur dann werden wir weiterkommen. Und meine Damen und Herren, deshalb wird es nötig und wichtig sein, dass wir natürlich auch den Zustrom dadurch begrenzen, indem wir ehrliche, faire Quoten in Europa haben. Deshalb ist der Weg mit Kontingenten der richtige Weg. Und deshalb, glaube ich, ist die Kanzlerin zumindest heute mit einem Signal, mit Interviews gestern Abend entgegengekommen, indem sie sagt, wir müssen reduzieren und spürbar verringern. Wir sind nicht pessimistisch, aber wir müssen realistisch sein, wenn wir diese Herausforderung lösen wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Und dazu gehört, das finde ich bemerkenswert in diesem Antrag, und deshalb werde ich ihm zustimmen, weil er in die richtige Richtung geht, dass wir ein gemeinsames europäisches Asylsystem, aber auch mit gemeinsamen Leistungen und Standards schaffen. Auch dafür müssen wir kämpfen und uns einsetzen. Es kann im Übrigen nicht sein, dass 300.000 zugewanderte Flüchtlinge nicht einmal registriert sind. Auch dort müssen wir dafür sorgen, dass die Kernkompetenz der Union, und die war immer Sicherheit, Stabilität, Ordnung und Einhaltung des Rechts, wieder gewahrt wird. Und meine Damen, meine Herren, ich habe 1992 als junger Abgeordneter erlebt, als wir 12% Republikaner am Wahltag abends bei uns hatten. Und daraufhin wurde eine parteiübergreifende Initiative ergriffen, dass wir damals den Artikel 16 geändert haben.
Und ich glaube, das war damals so sinnvoll, wie es auch heute darum geht, dass wir das Recht anwenden. Und meine Damen und Herren, deshalb glaube ich, es ist höchste Zeit, damit wir keine Parallelgesellschaften bekommen, dass wir kulturell es schaffen, dass wir all denen, die draußen vor Ort Tag und Nacht, die Helfer, die Kommunen, die Ehrenamtlichen sich einsetzen, eine Zielrichtung geben, dass wir an ihrer Seite stehen und sie nicht allein lassen. Und deshalb, glaube ich, zeigt der Antrag aus Karlsruhe in die richtige Richtung, weshalb ich ihm zustimmen werde. Wolfgang Reinhardt, meine Damen und Herren, dankte am Anfang seiner Rede Thomas de Maizière, dem Bundesinnenminister, der sich ja in der letzten Zeit auch ausgesprochen hat für Grenzkontrollen, notfalls auch innerhalb von Deutschland. Damit ist er momentan allein in der Partei, denn die Parteivorsitzende will genau dies nicht. Annette Wittmann-Mautz, die Vorsitzende der Frauenunion jetzt. Und Freunde, ich war letzte Woche in Washington. Es ging um Gesundheitsfragen. Aber eigentlich hat sich niemand für Gesundheitsfragen interessiert, sondern alle mit Blick auf Deutschland und Europa nur für Angela Merkel. Unsere Vorsitzende und unsere Bundeskanzlerin gilt in der Welt als Garant für Stabilität und Verlässlichkeit, auch in solch herausfordernden Zeiten wie diesen, weil sie sehen, wie besonnen, wie klug und konsequent, ja auch unermüdlich gegen viele Widerstände sie diese großen Aufgaben anpackt. Und so wie unsere Vorsitzende, so steht auch die Union in unserem Land für diese Stabilität und diese Verlässlichkeit. Dafür steht nicht die SPD, die sich lieber mit sich selbst beschäftigt und in der diese Begriffe wie Stabilität und Verlässlichkeit ja mittlerweile zu Fremdwörtern geworden sind. Und sicherlich auch nicht diejenigen, die als Populisten und Radikale am rechten Rand derzeit unterwegs sind, Ängste schüren und nur Parolen skandieren. Wer die Ängste der Menschen in unserem Land ernst nimmt, der sieht es auch als seine Aufgabe an, sie den Menschen zu nehmen. Und dazu braucht es politische Führung und es braucht die Geschlossenheit in der Umsetzung der Maßnahmen, die dafür notwendig sind. Und liebe Freundinnen und Freunde, die Union war sich in kritischen Situationen ihrer Verantwortung für das Ganze immer bewusst und deshalb trauen ihr ja auch die Wählerinnen und Wähler die Bewältigung genau dieser Herausforderungen auch besser zu. Und ich will deutlich sagen, viele der Ängste, die wir in unseren Wahlkreisen immer wieder hören, viele dieser Ängste lassen sich nehmen. Wir haben in vielen Bereichen, wir haben davon heute viel gehört, Maßnahmen beschlossen und ergriffen, die bereits Wirkung zeigen. Ob es um die Reduzierung der Zugangszahlen vom Balkan geht oder um die Beschleunigung der Verfahren. Vertrauen in Handlungskompetenz, in Lösungskompetenz hat aber neben den konkreten Ergebnissen unserer Politik auch viel mit Aufrichtigkeit zu tun. Denn sind wir ehrlich, es gibt Situationen, in denen es nicht nur auf unser eigenes Tun und um unser eigenes Können abhängt, sondern auch davon, dass auch andere ihren Teil zur Lösung des Konflikts beitragen, auf die wir keinen direkten Einfluss haben. Und da sind wir beim Thema Europa. Wir haben heute viel gehört. Ich sage ganz offen, mich ärgert es oder man könnte auch sagen, mich beschämt es, wie und in welchem Maße nationale Egoismen in Europa wieder Platz greifen, insbesondere auch bei unseren östlichen Nachbarn. Ob das in Ungarn, in Polen, im Baltikum, in Tschechien oder in der Slowakei ist, in diesen Ländern gibt es Menschen, die sehr wohl sich noch daran erinnern, was es heißt, was Diktatur und Verfolgung bedeutet, welche Auswirkungen geheime Staatspolizeien haben und wie sie Menschen terrorisieren können. Diese Menschen erinnern sich noch gut, wie sie selbst für sich entschieden haben, ob sie selbst flüchten oder ob sie noch Hoffnung in ihrem Heimatland haben. Und deshalb finde ich es wirklich bedauerlich,
dass wir dieser europäischen Idee verpflichtet ist, sich heute wegdreht, wenn andere Hoffnungen in diese Länder setzen. Und deshalb lassen Sie uns an dieser Stelle auch mit Nachdruck weiterhin dafür werben, dass diese europäische Idee und humanitäre Aufgaben von allen gemeinsam geschultert werden. Liebe Freundinnen und Freunde, einfache Antworten gibt es nicht. Auch das haben wir sehr deutlich am heutigen Tag gespürt. Der Weg ist schwierig. Und da dürfen wir uns auch nichts vormachen. Aber wir können das schaffen, wenn jede und jeder seine konkrete Verantwortung auch wahrnimmt und mit anpackt. Und viele Menschen tun das in unseren Verwaltungen, in den Hilfsorganisationen und bei den Freiwilligendiensten. Sie tun es seit Monaten in beispielhafter Art und Weise. Auch die Frauenunion setzt hier Zeichen. Auch unsere Mitglieder unterstützen vor Ort, indem wir Zeit spenden, um dort zu helfen, wo es nötig ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, es macht einen Unterschied, ob Christdemokratinnen und Christdemokraten Verantwortung tragen oder ob es andere tun. Ob das im Bund ist, ob das auf der Landesebene ist. Wir sehen hier den Unterschied zwischen Baden-Württemberg und zum Beispiel dem Saarland, wo auch Zurückführung in hohen Prozentraten gelingt. Und ich sehe es in meinem Wahlkreis, wo ein grüner Oberbürgermeister in seinem Amt nicht nur in Flüchtlingsfragen überfordert ist. Und ich sehe direkt daneben unsere Landräte von der CDU, unsere Oberbürgermeister, die diese Aufgabe anpacken, schultern und damit den Menschen die Orientierung geben, die wir in dieser Zeit brauchen. Und deshalb gebührt all denjenigen Dank, es gebührt ihnen Anerkennung, weil sie eine Haltung zeigen, eine Haltung, die zu uns passt. Und dieser Haltung Namen, Gesicht und Hände geben. Und auch das gehört zu unserer christlich-demokratischen Union. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zahl der Flüchtlinge ist groß. 1 Million ist eine ungeheure Zahl. Aber hinter dieser Zahl sehen wir die Menschen. Wir sehen sie mit ihren Schicksalen auf der Flucht. Und deshalb haben die Menschen, die flüchten vor Krieg und vor Terror, auch den Anspruch in unserem Land, Schutz zu genießen. Das ist für uns nicht verhandelbar. Aber es heißt umgekehrt auch, dass wir eine ungeheure Anstrengung unternehmen müssen. Denn es passiert nicht von allein, dass sich diese Menschen bei uns integrieren. Das Zusammenleben wird nur gelingen, wenn diejenigen, die zu uns kommen, zeigen, wie demokratische, wie eine tolerante und Gesellschaft aussieht und wie wir Menschenrechte leben. Eine Gesellschaft, in der die Grundrechte der Menschen, nämlich die Würde des Einzelnen und auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau, nicht der Religion untergeordnet werden. Die Frauenunion Deutschlands hat in dieses Papier und auch in das Zusammenhaltspapier eine Reihe von Anträgen gestellt, indem wir diese Anstrengungen auch ganz konkret machen. Dazu gehört zum Beispiel, dass sich die Menschen in Deutschland nicht verhüllen, sondern dass sie sich in einer offenen Gesellschaft auch gegenseitig ins Gesicht schauen. Aber ich sage auch ganz deutlich, wir wollen keine Sittenpolizei, die die Frauen von der Straße holt und damit nur die Bilder provoziert, auf die der sogenannte IS doch nur wartet und im Ergebnis dann in den Familien dazu führt, dass die Frauen überhaupt nicht mehr auf die Straße können und damit jegliche Integration ausgeschlossen ist. Nein, meine Damen, meine Herren, wir werben für Integration. Wir werben für das tolerante Miteinander von gläubigen und von nichtgläubigen Menschen auf der Grundlage unseres Grundgesetzes. Und wir akzeptieren keine traditionellen Vorschriften, die Frauen aus dem öffentlichen Leben ausschließen. Wenn wir keine Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme wollen, dann müssen wir jetzt dafür Sorge tragen, dass alle, nämlich Frauen und Männer, die dauerhaft bei uns bleiben und hier eine Perspektive haben wollen, dann auch schnell in die Lage kommen, unsere Sprache zu sprechen und vor allen Dingen auch einer Arbeit nachzugehen, damit sie für sich und für ihre Familien auch sorgen können. Das schützt vor Altersarmut, auch
Frauen, es emanzipiert sie und es ermöglicht im Ergebnis gesellschaftliche Teilhabe. Wo die Integration von Müttern gelingt, da gelingt auch die Integration von Kindern. Sie gelingt uns auch, weil wir auf dem Fundament unserer Werte stehen und diese glaubwürdig und selbstbewusst leben und damit auch anderen vermitteln. Auf diese politische Haltung der Union, auf diese politische Haltung unserer Bundeskanzlerin, ich sage das mit den Worten der Times, der Kanzlerin der freien Welt, auf diese Haltung bin ich stolz, auf diese Haltung ist die Frauenunion Deutschlands stolz, denn diese Haltung macht unser Land stark, sie tut unserem Land gut. Und lassen Sie uns deshalb mit diesem Selbstbewusstsein auch in die kommenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg gehen. Wir sind dabei, die Frauen stehen hinter der Sache. Sagt die neue Vorsitzende der Bundesfrauenunion, Annette Wittmann-Mautz, die vor kurzem dazu gewählt wurde. Sie ist ja auch parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium. Der nächste Redner dürfte auch für Aufmerksamkeit sorgen. Das ist nämlich Carsten Linnemann, der Vorsitzende des MET, Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union, der ja zu den Kritikern im Vorfeld gehört hat. Mal sehen, wie er diesen Kompromiss findet. Der Antrag geht meines Erachtens in die richtige Richtung, aber weitere Schritte müssen definitiv folgen. Wir haben, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt herausgearbeitet, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern, den Helfern und Helferinnen, den Bürgermeistern und den Landräten in Deutschland sagen, wenn der Zustrom so anhält, sind wir überfordert. Ich glaube, dass das ein wichtiges Signal ist, nicht nur für die Basis, sondern auch für die Länder der Europäischen Union, denn die Entwicklung bereitet uns alle Sorge. Ich glaube, dass die Europäische Union vor einer Zerreißprobe steht. Es kann doch nicht sein, dass Länder wie die Slowakei gerne bereit sind, die Subventionen in Empfang zu nehmen, aber gleichzeitig vor den Europäischen Gerichtshof gehen und dann gegen die Aufnahme von 2.500 Flüchtlingen zu klagen. Das kann es doch nicht sein. Und deshalb glaube ich, dass es richtig ist, dass wir uns ehrlich machen, dass wir überfordert sind, wenn das alles so bleibt. Ich glaube, das ist auch wichtig den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland gegenüber. Ich sage das ganz offen, wenn ich Bürgerstunde habe bei mir im Wahlkreis, kommen viele Bürger zu mir und sagen, Herr Linnemann, manchmal ist es so, dass ich Angst habe, meine Ängste zu artikulieren, weil ich Angst habe, dass er gegenüber mich in die rechte Ecke stellt. So ein Klima möchte ich in Deutschland nicht haben. Ich möchte, dass die Mitte der Gesellschaft das sagt, was sie denkt. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch in dieser Debatte. Aber ich sehe eine Gefahr, auch eine Gefahr heute, das sage ich ganz offen und ehrlich. Wir reden heute fast nur über das Thema Flüchtlinge. Das halte ich für hochgradig gefährlich. Das Thema ist wichtig, aber eins ist doch klar, ohne ein starkes Land, ohne einen starken Mittelstand, ohne eine starke Arbeitnehmerschaft, ohne ein starkes Unternehmertum, ohne eine starke Gründerbasis haben wir gar nicht das Geld, um diese aktuelle Herausforderung zu finanzieren. Und deswegen müssen wir uns mehr mit den Fragen der Zukunft beschäftigen. Wie wollen wir in Zukunft leben? Was machen wir denn, wenn die Niedrigzinsphase so anbleibt? Was machen wir mit den Lebensversicherungen, mit der betrieblichen Altersvorsorge? Da wollen die Leute Antworten von uns, dass sie wieder Vertrauen haben in die Versicherungssysteme. Was machen wir für das Investitionsklima in Deutschland, für die Wettbewerbsfähigkeit? Wir müssen auch mal darüber reden, dass Menschen mit wenig Einkommen, auch der gesamte Mittelstand, wieder Eigentum erwerben kann. Das sind alles Themen, die müssen auf die Agenda. Und deswegen dürfen wir nicht nur über das Thema Flüchtlinge reden. Denn eins ist auch klar. Natürlich haben wir eine Verantwortung gegenüber 1 bis 1,5 Millionen Flüchtlinge, die in diesem Jahr zu uns kommen. Wir haben aber auch eine Verantwortung gegenüber allen Menschen, die in Deutschland leben und gegenüber zukünftigen Generationen. Auch das muss ausgesprochen werden. Und deswegen glaube ich nach wie vor, dass der Mittelstand in Deutschland gut aufgestellt ist, wir innovativ sind, Automobilbereich, im Automobilzulieferbereich, im Maschinenbau, im Anlagenbau, im Elektrobereich, in der Chemie. Ich glaube auch, dass wir auf gutem Wege sind, auch dank Frau Wanka.
dass dieser Mittelstand die digitalisierte Welt inhaliert, dass wir die Verzahnung hinbekommen, Stichwort Industrie 4.0. Aber auf der anderen Seite müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass von den 50 besten Weltmarktführern Deutschlands im Mittelstand nur 3 in den letzten 50 Jahren entstanden sind. Nur 3. Und das ist zu wenig. Wir brauchen gerade im Bereich der Digitalisierung Gründer. Dafür brauchen wir ein Gründerklima. Ich habe die Tage einen Gründer in Berlin getroffen. Nur mal ein Beispiel. Der sagt zu mir, Herr Linnemann, der hat sich im März selbstständig gemacht im Internetbereich. Der sagt, Herr Linnemann, in den ersten Monaten habe ich einen Schuhkarton genommen und da habe ich die ganzen Quittungen reingelegt. Ganz ehrlich, vielleicht war das nicht alles erlaubt, aber ich hatte gar keine Zeit, um mich um die Bürokratie zu kümmern. Und ich glaube, diesen jungen Menschen müssen wir ein Zeichen geben, dass wir uns dafür einsetzen, beispielsweise in den ersten 1, 2, 3 Jahren der Gründung ein Gesetz zu machen, dass sie sich nicht mit Bürokratie beschäftigen, sondern 99% mit Business und 1% mit Bürokratie. Der gleiche Gründer hat dann gesagt, ich wollte mich erweitern, ich habe dann eine Finanzierungsrunde gemacht und da haben mir viele Amerikaner das Geld gegeben, weil die Risikokapitalstruktur, der Risikokapitalmarkt in Deutschland noch nicht so ausgeprägt ist. Dann haben die Amerikaner gesagt, wenn du dich weiterentwickeln willst, musst du jetzt als erstes mal nach New York kommen und dein Geschäftsmodell hier ausprobieren. Und dein Headquarter musst du auch rüberlegen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, da sollte es doch unsere Aufgabe sein, dass wir versuchen, deutsche junge Gründer hier zu halten, dass sie sich nicht in New York selbstständig machen oder in San Francisco, sondern in Deutschland, in Karlsruhe, in Pforzheim oder in Berlin. Das muss doch entscheidend sein. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch mal uns zutrauen, wieder Ziele anzugehen, dass wir sagen, wir möchten im Jahre 2020 beispielsweise das attraktivste Land sein der Welt, wenn es um das Gründerklima geht. Oder das zweite Beispiel, die Demografie. Ich finde es klasse, das müssen wir auch noch mehr tun, dass die Union es geschafft hat, das Thema Flexirente zu besetzen. Wir haben als Mittelstandsvereinigung hier Druck gemacht, dass wir zu einem Mentalitätswechsel kommen, dass wir Menschen nicht verbieten, im Alter zu arbeiten, dass wir die Hürden abbauen. Das machen wir jetzt, dass wir den Menschen faktisch die Freiheit zurückgeben, die sie benötigen, dass sie selbst entscheiden können, wie lange sie arbeiten und nicht, dass der Staat sagt, jetzt ist Schluss. Deswegen ist die Flexirente ein Erfolg und wir müssen auch darüber reden. Und das dritte Beispiel, und da bin ich auch gleich fertig, komme zum Schluss, das dritte Beispiel ist beispielsweise das Thema Bildung. Wir sagen alle, gerade in der heutigen Zeit, Industriestandort Deutschland, dass wir die duale Ausbildung stärken müssen. Jetzt sehen wir aber, dass alle Statistiken zeigen, dort, wo es noch den Meisterbrief gibt, wird dual ausgebildet. Dort, wo es den Meisterbrief nicht mehr gibt, wird nicht mehr dual ausgebildet. Jetzt sollten wir selbstbewusster sein, meiner Meinung nach, und nicht nach Brüssel fahren und sagen, wir halten am Meisterbrief fest, sondern wir müssen sagen, wir wollen den Meisterbrief wieder ausbauen. Denn in den Gewerken, wo wir ihn abgeschafft haben, sehen wir heute, dass keine duale Ausbildung mehr stattfindet. Das war ein Fehler und das sollten wir zugeben und sagen, der Meisterbrief ist ein Bildungsstandard und kein Handelshemmnis. Und deswegen, und jetzt komme ich zum Schluss, brauchen wir wieder eine Debatte in Deutschland über diese Strukturreformen. Ich halte das für zentral. Wir können nicht von einer Krise in die andere schlittern. Wir können nicht nur Tagespolitik machen, sondern wir müssen mal wieder über den Tellerrand hinausschauen, dass wir über Strukturreform reden. Und wenn wir ehrlich sind, den letzten großen Parteitag, den es gab, wo wir über Strukturreformen geredet haben, ist der aus dem Jahre 2003, wo wir uns in Leipzig getroffen haben, wo wir uns für ein einfaches Steuersystem ausgesprochen haben, wo wir die Eigenverantwortung im Gesundheitsbereich großschreiben konnten. Sie erinnern sich, da gab es mal jemanden, der wollte sogar eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel machen. So weit muss es nicht kommen. Ich würde es mir wünschen. Aber was ich mir noch mehr wünsche, ist, dass wir den Mut haben, nicht im übernächsten Jahr, wenn Wahlkampf ist, sondern jetzt, heute, die Mittelstandsvereinigung hat auch viele Anträge gestellt und spätestens im nächsten Jahr, dass wir wieder über Strukturreform reden, über Eigenverantwortung, über die Steuervereinfachung, über die sozialen Sicherungssysteme, dass die eine Zukunft haben. Denn nur wenn wir das machen, unterscheiden wir uns auch wieder von anderen Parteien. Das machen wir im Moment zu wenig. Es tut weh, wenn man es sagt, aber es ist so.
Wir dürfen den personellen Unterschied nicht einzig und allein herausstellen. Es ist wichtig, dass wir uns auch in der Sache unterscheiden. Die Unterscheidbarkeit auch zur SPD muss wieder da sein. Wahlen kommen von Wählen und wählen kann ich nur, wenn es Unterschiede gibt. Und dann wird auch, wieder klar, welchen Markenkern wir haben, was die Erkennungsmelodie ist der Union. Das ist zentral wichtig und wir versuchen als Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung unseren Beitrag dazu zu leisten. Herzlichen Dank. Einige wichtige Bemerkungen von Carsten Linnemann, dem Vorsitzenden des Mittelstandes und der Wirtschaftsunion, des MIT. Und er hat ja recht, dass man auch über andere Themen als Flüchtlinge reden muss. Aber zum Jahr 2003, da wollen die meisten hier sicherlich nicht zurück. Volker Bouffier, stellvertretender Parteivorsitzender. Dieser Parteitag hat gleich zu Beginn ein überzeugendes Bekenntnis abgelegt. Ein grandioses Bekenntnis zu unserer Bundesvorsitzenden und zu Angela Merkel. Und im Vorfeld dieses Parteitags ist unglaublich viel darüber geschrieben worden, wie das heute ausgehen würde. Meine Damen und Herren, das, was hier passiert ist, war keine Inszenierung. Das war ein klares Bekenntnis zu unserer Bundesvorsitzenden und zu unserer Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren. Und jetzt könnte ja der eine oder andere auf die Idee kommen, typisch Parteitag, Raumschiff. Das, was da draußen passiert, haben Sie irgendwie ausgegrenzt. Und deshalb, meine Damen und Herren, wir können beides. Und wir tun beides. Wir stehen hinter unserer Vorsitzenden und wir geben konkrete Antworten auf die Fragen, die die Menschen in unserem Land haben. Wir haben in diesem Jahr weit über 1 Million Menschen aufgenommen. Das war nicht einfach. Und wenn ich aus einem Land wie Hessen berichte und andere haben ähnliche Zahlen, gerade in den letzten Wochen und Monaten, jeden Tag 1000 Menschen aufzunehmen, Obdachlosigkeit zu vermeiden, menschenwürdig die Menschen zu versorgen, das ist keine Kleinigkeit, das ist eine Riesenleistung. Und das, was in Deutschland geleistet wurde, ist aus meiner Sicht beispielhaft. Und das ist etwas, worauf wir in Deutschland stolz sein können. Meine Damen und Herren, ich kenne kein anderes Land, in dem das so gelungen ist, ohne dass die Gesellschaft auseinanderfliegt, ohne dass wir schwerwiegende Auseinandersetzungen haben. Wir verkennen nicht die Herausforderungen, wir wissen auch um die Schwierigkeiten. Aber dass uns das gelungen ist, das ist Anlass zur Freude und das ist auch Anlass zum Stolz, meine Damen und Herren. Zu Recht sind in allen Reden die stillen Helfer dieser Wochen gelobt worden. Die Hauptamtlichen, aber vor allen Dingen die vielen Ehrenamtlichen. Sie tun das mit Empathie und mit Herz. Und wenn es um Flüchtlinge geht, ist es auch richtig, dass wir das mit Empathie tun. Aber nur mit Herz geht es auch nicht. Die Menschen spüren, gerade dort, wo Erstaufnahmeeinrichtungen sind, wo immer mehr Menschen ankommen, dass unser Leistungsvermögen nicht unbegrenzt ist. Und sie fragen uns, sag mal, wie geht es weiter? Und was wird aus unserem Land? Und in dem Leitantrag, für den ich hier werbe, geben wir darauf klare Antworten. Und die wichtigste Antwort ist doch, dass wir klar sagen, wir wissen, dass wir menschenwürdig Menschen nur unterbringen können, wenn unser Leistungsvermögen nicht überstrapaziert wird. Und deshalb ist die klare Antwort in diesem Antrag, ja, die Zahlen müssen zurückgehen. Sie müssen spürbar zurückgehen und sie müssen deutlich zurückgehen. Und ich wiederhole hier das, was ich auf dem Parteitag der hessischen CDU gesagt habe. In diesem Programm sind die Vorstellungen, wie uns das gelingen soll. Und die Bundeskanzlerin und Bundesparteivorsitzende hat heute erneut dargelegt, wie sie dies erreichen will. Und meine Damen und Herren, wer in Europa etwas erreichen will, braucht zu Hause eine starke Unterstützung. Und deshalb ist dieser Parteitag eine Ermutigung. Und ich wünsche mir sehr, dass es Angela Merkel gelingt, unsere europäischen Partner und Freunde so zu bewegen, dass europäische Solidarität auch und gerade in dieser Frage den Namen verdient, meine Damen und Herren. Oft wird darüber gesprochen, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn so viele Menschen in unser Land kommen. Aus einer völlig anderen Gegend, andere Traditionen, andere Religionen, andere historische Erlebnisse
und eine andere Prägung. Es wäre töricht, nicht darauf einzugehen, dass das eine Großherausforderung ist. Und diese Großherausforderung braucht eine klare Antwort. Carsten Linnemann hat eben die Frage gestellt, wie bleiben wir erfolgreich? Er hat das sehr stark am Schluss auf unsere Wirtschaftskraft konzentriert. Das ist richtig. Nur ein starkes Land ist in der Lage, erfolgreich solche Herausforderungen zu meistern. Aber ich will nur einen Schritt weitergehen. Wir werden auf Dauer erfolgreich und friedlich dieses Land nur weiterentwickeln, wenn wir einen gemeinsamen, verbindlichen Kompass haben. Das gilt für die, die hier sind, und das gilt für alle Menschen, die zu uns kommen. Wir respektieren jeden in seiner persönlichen Würde. Aber wir erwarten von demjenigen, der zu uns kommt, dass er sich auf dieses Land einlässt, dass er mit beiträgt zu gelingender Integration. Das ist eine Angelegenheit auf Gegenseitigkeit. Wir tun viel und wir müssen viel tun. Und ich will nur ein einziges Beispiel erwähnen, nicht um uns zu berühmen, sondern um deutlich zu machen, worum es geht. Das schwarz-grün regierte Hessen hat einen Aktionsplan aufgelegt, den haben wir getauft, ganz bewusst, Aufnahme und Zusammenhalt der Gesellschaft. Das umfasst von der Sprachmittlung über Kita, Schule, Wohnen, Ehrenamt, das Ganze, die ganze Palette. Wir werden weit über 1 Milliarde dafür aufwenden. Das fällt uns nicht leicht, aber es ist notwendig. Und wir tun dies nicht wegen der Flüchtlinge, sondern wir tun dies deshalb, weil die Menschen, die schon immer hier gelebt haben und die Menschen, die aus aller Herren Länder zu uns kommen, nur wenn wir gemeinsam diese Zukunft bauen, eine gemeinsame gute Zukunft haben. Und das setzt nun umgekehrt wieder voraus, dass diese Menschen sich auf uns einlassen. Und das setzt voraus, und es ist mehrfach gesagt worden, ich kann das kurz halten, unsere Verfassungs- und Werteordnung ist dieser gemeinsame Kompass. Da darf es keinen Rabatt geben. Und meine Damen und Herren, je früher wir klar machen, was wir von den Menschen erwarten, die hierher kommen, umso besser für alle. Wie sollen sie denn wissen, wie sie hier sich verhalten sollen, wenn wir es ihnen nicht frühzeitig sagen? Und deshalb ist es nicht eine Form von Hybris oder falsch verstandener Überlegenheit, sondern wenn wir sagen, was wir erwarten, wenn wir deutlich machen, was diese Gesellschaft zusammenhält, dann helfen wir insbesondere auch den Menschen, die zu uns kommen. Und Flüchtlinge brauchen eine helfende Hand. Flüchtlinge brauchen aber auch eine Hand, die ihnen den Weg weist zu gelingender Integration. Und genau das steht in diesem Programm, meine Damen und Herren. Deshalb, diese Herausforderung wird uns noch lange fordern. Wenn wir es klug tun, wird es uns nicht überfordern. Mit den Beschlüssen dieses Parteitages zeigt die Union, dass wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen, dass wir konkrete Antworten geben und dass wir gemeinsam eine Zukunft bauen wollen, die für alle erfolgreich und friedlich ist. Und weil das in diesem Antrag so zum Ausdruck kommt, werbe ich um Ihre Zustimmung. Herzlichen Dank.